Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Sammelguide in The Forest. Ja, ihr seht es im Hintergrund. Es handelt sich um die Steinschlosspistole aus Forest. Und ich crafte sie im Hintergrund schon mal zusammen und zeige es einmal kurz. Auch direkt mit der Taschenlampe zusammengebastelt. Und ja, es ist eine recht coole Waffe in The Forest. Dauert zwar ein bisschen, bis man sie hat, wenn man die Spots nicht kennt. Wir zum Beispiel haben jeden Spot selber gesucht. Und deswegen seht ihr auch teilweise Fotos eingeblendet, weil wir die Fotos schon hatten. Oder teilweise auch nicht, weil wir sie nicht gefunden haben. Aber dafür die Spots. Und ja, diese Pistole ist eigentlich echt stark. Also normale Gegner sterben mit einem Headshot, so wie es in echt auch wäre. Und allein deswegen ist es voll fresh, weil wenn man damit zielen kann und umgehen kann, dann sind die Gegner ganz schnell tot. So, und ja, jetzt habt ihr es direkt gesehen. Beim ersten Teil habe ich das Foto kurz gezeigt. Man hat den Spot erkannt und auf der Karte ist der Spot rechts unten. Hat man am Marker gesehen. Und ja, da sprengen wir das dann auf und finden direkt das erste Teil, nachdem wir die zig Bäume, die da noch mit zu Fall gebracht wurden, umgekippt sind und wir nicht erschlagen wurden. Und ja, ich zeige jedes Teil einmal kurz im Inventar. Ja, da sehen, habe ich schon ein paar mehr Teile, aber wir gehen natürlich in der Reihenfolge von 1 zu 8 und da ist es so ein kleines Rohr. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, ich bin kein Experte darin. Und dann springen wir direkt zum zweiten Teil, ja. Da ist das Foto sehr markant, also ich muss sagen, es gibt Fotos, da sieht man, erkennt man es kaum wie auf dem ersten Foto. Das haben wir dann eher durch Zufall gefunden und nicht durchs Foto. Und hier war der Baum eindeutig zu erkennen und der Baum ist, wir sehen es gerade schlecht auf der Karte wegen dem Tauchgerät, unten links, ja. Da ist auch die Yacht neben, ich denke, der Spot sollte jedem bekannt sein und es befindet sich hinter dem Baum. So eine kleine Story am Rande. Wir waren da mal an dem Baum, als wir nach der Yacht gesucht haben und sind da rumgelaufen, beziehungsweise ich bin am Baum rumgelaufen, konnte es gar nicht sehen. Aber im Video, was wir dazu gemacht haben, ist Felix über dieses Feld gesprungen und hat es einfach nicht gesehen. War ein bisschen lustig, aber dafür haben wir im Nachhinein durch das Foto das Teil easy finden können. Und das war dann so der Hauptteil dieser Pistole, also der Haltegriff mit sozusagen den Löchern, wo alles reingesteckt werden muss. So, das dritte Teil ist bei einem Camp unten auf der Karte, also recht in der Nähe, sowohl von dem ersten Teil als auch von dem zweiten Teil, ist innerhalb dieses Dorfes in einer Hütte drinne, und ja, ich komme nicht ran, ah doch, da haben wir es. Das war das erste Teil, was wir gefunden haben, aber es ist das dritte Teil insgesamt, war der Lauf der Pistole, so. Da war die Karte recht kurz eingeblendet, aber ich kann es euch nochmal genauer erklären, ihr könnt das Video auch pausieren an der Stelle, aber bei Teil 4 von 8 müsst ihr zu dem großen See gehen, der, ja, da sehen wir es auf der Karte, ist der Krater in der Mitte und der See, den kennt man auch, da sieht man es nochmal genauer, der See ist halt südwestlich gelegen, das ist auch der einzige, der auf der Karte markiert ist und da ist das oberhalb vom See. Auch südwestlich gesehen sozusagen. Und da haben wir das Teil. Und 5 von 8, recht offensichtliches Teil. Das haben wir auch so gefunden, weil recht einfach. Und zwar ist das halt diesmal westlich gehalten. Aber wenn man vom Krater ausgeht, ist es nordwestlich. Und es ist am Strand bei diesen Hütten, die ihr gerade im Hintergrund gesehen habt. Und ist auch nur schwer zu übersehen. Das ist auch so gut mit Wasser gefüllt, das Loch, das einzige, was so tief ist. Und ja, dann schauen wir mal, wo ist Teil 5 von 8. Ich glaube, da sortiere ich das erstmal alle Teile raus, bevor ich das finde, weil das irgendwie verdeckt ist. Und ja, in der Tat. Und da sehen wir es dann, Teil 5 von 8. Keine Ahnung, wofür die Einzelteile so zuständig sind, aber man sieht es ja halt so. Teil 6 von 8 war unser letztes Teil, aber ist jetzt in der Folge natürlich das sechste Teil. Und da seht ihr, wir befinden uns auf einer Insel, ja. Die Insel ist westlich vom Loch, beziehungsweise ein Stück südlich noch. Und man kann es auf der Karte nicht zeigen, weil man nicht drauf ist. Aber das ist so die zwei Inseln, die man da links sehen kann, von der
Hauptinsel aus, die zwei kleinen, die da sind. Da ist es auf der unteren Insel und ist nicht schwer zu finden. Man sollte nur aufpassen, dass man mit dem Hausboot eventuell rüberfährt, denn da schwimmt auch ein Hai rum und ja, gut, Haie sind nicht so friedlich gesonnen. Und da haben wir dann Teil 6 von 8. Teil 7 von 8, muss ich ehrlich gestehen, eines der fieseren Teile, ja. Okay, wir waren noch ein bisschen blöd, muss ich ehrlich gestehen. Ihr seht es da links direkt neben uns unser Lager und das war da dauerhaft, ja. Wir haben den Spot einfach nicht gefunden. Wir haben uns da eine Dreiviertelstunde dumm und dämlich gesucht und auf der Karte oben seht ihr es, direkt neben dem See, im Eisgebiet. Und das Foto habe ich eben auch gezeigt. Und wir haben uns da echt dumm und dämlich gesucht, obwohl es direkt neben unserem Camper, ja. Da haben wir uns auch echt geärgert, dass wir so viel Zeit verschwendet haben, obwohl es so easy war. Aber ja, für euch dann eben hier im Guide zu sehen. Teil 7 von 8. Und das ist dann ja auch schon fast das letzte Teil. Zeigen wir es nochmal. Ist irgendwas Kleines, keine Ahnung, wofür das zu gebrauchen ist. Und das letzte Teil, ihr habt jetzt den Marker wahrscheinlich nicht so schnell sehen können, ja? Ihr könnt nochmal zurückspringen, auf Pause drücken oder ihr hört einfach, was ich sage. Und zwar ist es ganz oben links auf der Karte, am Rand. Nicht unten am Strand, sondern noch auf der Erhöhung oben haben wir auch zufällig gefunden, tatsächlich. Aber es ist echt eines der außerhalb liegendsten mit der Insel. Und ja, dann sehen wir es gleich nochmal Teil 8 von 8. Und dann hoffe ich mal, dass es euch das geholfen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.